Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei 141 und wieder in Nahrand, wie versprochen. Immer noch ohne Feinde, aber ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt mal hier zur Gastwirtin. Gehen auch mal schneller zur Gastwirtin. Und gucken uns das mal an. Und zwar... Gucken wir uns das mal hier an. Dann können wir da eventuell Pfeile kaufen und... Süßes oder Laures sagen. Hier. Das nämlich. Zack. Süßes oder Laures. Kriegen wir nämlich so einen tollen Schlotterbeutel. Dann haben wir einmal eine Maske. Allerdings wechselt die unseren Hut dafür. Und weil ich Maske nicht anzeigen habe, sieht man nicht so sehr das dann aus. Mittlerweile ist das, glaube ich, nur ein Buff. Zu essen. Kann man mal in den Wahn stöbern? Nee. Jetzt können wir in den Wahn stöbern. Ja, manchmal ist das ein bisschen buggy. Aber Gespräch beenden, ansprechen, neu. Fertig. Da gibt es dann auch die kleinste Tasche der Welt. Ich glaube, die Kupfertasche oder so heißt es. Oder Tasche für einen Kupfer oder so mit einem Platz. Ja, das ist auch sehr cool. Aber ich glaube, der hat nichts für uns, ne? Wohlwollend erst. Nix Tolles. Vielleicht hat die was. Warte mal, gucken. Leiter. Auch nix. Es Kochbedarf. Ich glaube, letztes Mal sind wir auch wieder so rumgeeiert, als wir Pfeile oder irgendwas gesucht haben. Ich erinnere mich, da war gar nicht was. Ja, und... Quest für... Verfällt die Karawane. Wir sind 65 oder so. Und die Sachen sind cool, ne? Perlen. Die Weiterleitungsquests quasi. Ich manchmal denke ich, dass es hier die Suche. Rüstung und Schmiedebedarf. Ich bezweifle, dass der Pfeil hat. Meine Annahme war richtig. Ja, wo könnte denn der Pfeil herkommen? Hier, vielleicht hier bei Gemächtwahl. Ja, das sieht gut aus. So. 65. Sind Pfeil los und jetzt holen wir uns wieder Pfeile. Zack. Und Pfeile einlegen. Sonst nützt im besten Falle nichts. Manchmal hat man Glück und es ist ein grüner oder ein blauer Bogen dabei. Diesmal haben wir kein Glück. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es bei dem den Bogen gibt. Ich weiß, es gibt einen Händler, AK gibt es. Wohl einen Bogen, aber ich weiß nicht mehr welchen. Na, gucken wir jetzt mal da. Pfeile und... Ach, Pfeile. Ist ja auch nur noch Pfeile. Akro haben wir jetzt. Hier habe ich immer Leder gefarmt. Damals. Beim Schurken. Ja, das war schon was. Naja. Irgendwann, wie gesagt, ganz toll. Farmen. Och, die leeren Dinger müssen wir auch töten. Der müsste auch irgendwann ein Level up haben. Ja, ein EP. Das hieße theoretisch nach dem. Sag ich.
Ja. Sind trotzdem schnell Akku. Aber vielleicht mal gucken. Je nachdem, wie gut das jetzt hier weitergeht, können wir mal nachher, je nachdem, wie wir Zeit haben, dass wir nochmal nach Sturm gehen und uns nochmal zum Jägerlehrer begeben. Weil da waren wir schon länger nicht mehr. Allerdings sind wir auch lange auf 64 rumgelaufen. Zum Glück schaltet sich der Aspekt des Ruders aus, wenn man fliegen geht. Sonst werden wir jetzt immer benommen. Auch uncool. Na gut. Sehr gut. Hey, da hat er noch sein volles Leben. So, können wir auch Essen trinken. Wenn wir uns jetzt selbst ins Tage nehmen, müsste es grün leuchten, genau. Also, das ist cool mit dem Leuchten. Mit Farben. Vor allem, wie gesagt, wenn man so ein Dotlock ist, sag ich mal. Dann sieht man, wann welcher dort ausläuft. Und man kann halt den Schaden kontinuierlich oben halten. Und ich glaube, die Kristalle, die kann man nachher auch abgeben für Rufte im Konsortium. Schuh. Müssen wir aufpassen, dass wir den nicht auch noch pullen. Achso. Ich glaube, das war Solarplexus. Auch nicht schlecht, ne? So. Den. Wie gesagt, die kommen hier. Haben wir jetzt die Schatten. Der Schattenzeug gefarmt. Wofür man auch super viel Kohle bekommen hat damals. Schattenpartikel und Urschatten. Haben wir schon? Ja, hier. Schattenpartikel. Dafür hat man richtig viel Kohle bekommen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir davon unzählig haben. Wir haben zwei. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Kristallfragmente, immer gut, immer gut. Noch drei, oder gibt es noch zwei? Ne, nur eins. Oh. Wenn wir Glück haben. Und der auch noch eins droppt. Die auch schon fertig, die Quest. Können wir die auch abgeben gehen. Upsala. So. Nein. Nein, der will keins ergeben. Und halt überall, wo diese Steine sind, sind auch die Mannequins, diese komischen Wanderer da. Es gab damals auch ein
Ich weiß nicht, was das genau war. Ich habe das nur ein paar Mal gesehen. So ein Typen, der hinter einen herlief, da konnte man Sachen verkaufen. So eine Art Pad oder so war das. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht zwei oder dreimal habe ich das maximal gesehen. Viel öfters auch nicht. Blödeste Attacke ever. Mana-Entzug. Gerade bei mir dann, ey. Der eh nie Mana hat. Erstmal Mana saugen. Unglaublich, sag ich euch. Dahin gibt. Dann kriegt er noch was. Dann holen wir uns die. Okay, es ist gut. Ich habe jetzt gedacht, wir pullen beide. Aber ging ja jetzt ganz gut. So. Bisschen Haushalt mit unseren Mana-Reserven. Sehr schön. Jetzt haben wir die fertig. Schwingen wir uns auf unseren Teaser. Und geben schnell die zwei Quests ab. War auch schon was gewonnen. Kann ich wahrscheinlich sagen, was ich meinte, mit denen immer wieder abgeben. Es gibt jetzt auch, was Leder herstellen können, dass man schwieriger abgemountet oder nicht abgemountet werden kann. Dann kann man dann teilweise nämlich auch vom Pad aus Blümchen pflücken und Erze abbauen. Ich weiß allerdings nicht, ob man auch kämpfen kann vom Pad aus. Komische Sporen oder so. So, dann. Was liegt da denn rum? Ein Leichnam. So, ist jetzt blau. Kann man dann abgeben. Und dann gab es eine Quest, gab es hier. Da bekam man immer einmal in der Woche oder so, bekam man Diamantensplitter. Deshalb haben wir zwei Quests weniger in der Tasche. Dafür aber können wir die immer wieder abgeben. Dann öffnen wir immer drei Stück und immer 10 Stück. Oh ja, dieser. Ja, gut, das ist gut hier. Jetzt haben wir die ganze Tasche voll Pfeiler. Voll. Schmuck. Na, ich würde sagen, wir nehmen die hier, ne? Sind alle Werte besser. Und die Quest an sich ist eigentlich recht einfach. So ein Typ auf dem Berg. Oh, natürlich wird die noch besser. Die hat sogar Crit drauf. War ja noch schönes. Jetzt AP allerdings einen Schwert. Zwei Stück. Ne? 24 hatten wir dann 40. 48 AP plus nochmal die
24 Beweglichkeit, ja. Wäre schon fett, zweimal. Klick, klick. Wäre schon fett. AP verzaubern oder so. Was will man mehr? Natürlich Rezepte. Rezepte sind immer gut. Wie gesagt, dafür müssen wir erst viel, viel Ruf haben. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht mit Begleitung. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken, was sich morgen ergibt. Würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play WoW. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.